herzlich willkommen zurück zu Star Stable und wir werden heute wieder das Haiengeflecht besuchen und natürlich auch die Bibliothek und Fort Maria, denn dort müssten wir, glaube ich, noch einmal weitermachen und dann geht die Hauptstory weiter, zumindest ein bisschen weiter und ich bin gespannt, ob es wirklich so ist und das werden wir jetzt gleich sehen. That's all I need. Ich bin jetzt schon hier auf den Weg nach Fort Maria, denn heute können wir wieder die nächste Quest machen, beziehungsweise die nächste Nebenquest, in der wir ein bisschen was helfen müssen. Und zwar müssen wir ein Zeilengeflecht und das nochmal kartografieren und wir müssen auch in die Bibliothek von Fort Maria und dabei der Übersetzung helfen. Und mir wurde gesagt, dass man das zweimal machen muss und dann geht die Hauptstory weiter, zumindest so weit weiter, bis sie wirklich stoppt. Und in ein paar Monaten soll die Hauptstory dann ja auch schon wieder weitergehen. Und da bin ich auch ganz gespannt, wie das werden wird. Wir können jetzt vorne in die Bibliothek rein, deswegen seite ich direkt nach vorne und nehme nicht den hinteren Eingang. Denn ja, es ist irgendwie schöner, durch den Haupteingang zu gehen, finde ich, als durch den Hintereingang. So, mal schauen. Ach ja, heute Starterhorse mit am Start hier. Meine kleine Applebell musste auch mal wieder raus. Dürfen wir immer nicht vernachlässigen, das Starterhorse auf jeden Fall. So, da sind wir auch schon angekommen. Und dann geht's los in die Bibliothek. Genau, wir müssen zu Fuß unterwegs sein. Praktischerweise steigt sie automatisch gleich ab. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Haiengeflecht. Ich möchte zum Portalraum, weil ich finde, das geht immer ein kleines bisschen schneller, obwohl ist beides relativ fix, ne? Okay. Okay, steht er da schon irgendwo? Müsste eigentlich, ach. Eppeli wurde auch hier wunderbar hergeportet. Die wundert sich wieder, aber alle Pferde wundern sich, glaube ich, warum sie ganz plötzlich hier sind. Da ist er ja. Der gute Evergrey. Genau, das Haiengeflecht ändert sich ständig, deswegen müssen wir es vollständig magisch kartografieren. Dann machen wir das mal. So, bitte wenden Sie einmal. Genau. Ist wieder die gleiche Stelle? Okay, kein Problem, machen wir. Zack, ach, schön, wie der Kreis hier so einmal dahin läuft, bis er verschwindet. Gefällt mir optisch immer sehr gut. Oh, die sind böse. Ja, oh. Ich bin noch voll dran vorbei. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, wir haben mit Eppeli schon Ewigkeiten nicht mehr sowas gemacht. Deswegen ist sie da nicht mehr so auf den neuesten Stand. Mit allen Pferden immer Seelenreiten gemacht, aber mit Eppeli nicht so. Deswegen ist sie nicht so in Form. Okay, hier noch einmal. Puff, war's das? Oder ist noch eins übrig? Ich glaube, das war's, ne? Drei Stück. Dann machen wir einen kleinen Schwenker und rennen zurück zu Evergrey. Oh, bevor das Teil kommt. Oh. Eppeli ist ein bisschen sehr engagiert, habe ich so das Gefühl. Sie läuft ein bisschen so, wie sie will. Und guckt nicht, wohin es geht. Okay, das ist auch wieder mitten auf dem Weg. Wie fies. Guck mal, wir laufen dann vorbei. Da geht's. Hallo. Okay. Es klingt immer so schön, finde ich. Ich mag das so gerne. Na, was sagt man dazu? Da tut sich ganz klar ein Muster auf. Danke, Mandy. Okay, jetzt bin ich natürlich... Jetzt hast du die Gelegenheit, Evergrey, ach so, mit den Fragen zu stellen. Das haben wir ja schon gemacht. Okay, dann geht's wieder zurück. Wir müssen Eppeli wieder hier lassen. So, oh, you cannot enter on horseback. Lustig, auf Englisch. Alles klar. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach Avalon.
und fragen ihn mal, ob wir ihm beim Übersetzen helfen können, denn der ist wieder, ich denke mal, wahrscheinlich wieder da oben. Hoffe ich zumindest. So, schnell mal dahin. Schnell mal hier lang, schnell mal da lang. Okay. Huh, Avalon ist da. War das letzte Mal auch da? Der war doch weiter oben. Okay. Hi. Wir haben einen weiteren Abschnitt für das Dechiffrieren vorbereitet. Aber da so viele Leute geholfen haben, liegen die Entschlüsselungsbücher überall in der Bibliothek verteilt. Such doch bitte die Entschlüsselungsbücher zusammen und beginne mit der Übersetzung. Okay. Überall in der Bibliothek. Das ist natürlich immer super, weil die Bibliothek ist riesengroß. So, was haben wir hier? Was möchtest du? Ach so, ich möchte erst einmal hier bleiben, weil ich gucken möchte, ob hier noch irgendwie ein paar Bücher rumliegen, die ich noch brauche. Denn, ja, wie gesagt, die ganze Bibliothek absuchen ist schon echt krass viel. Ich glaube aber hier... Hi! Njam, njam. Fast wie die schwedische Pause, die Fika. Okay. Alles klar. Ja, ich glaube tatsächlich, dass hier gar keins ist in den Stockwerk. Zumindest sehe ich auf den ersten Blick keins. Dann laufen wir mal hoch. Hi. Schön, jetzt sind da so Sprechblasen. Waren die vorher auch schon? Sind mir gerade ein bisschen neu. Finde ich aber gut. Vielleicht sind mir auch nie aufgefallen. Das kann auch sein. Okay, gibt es hier ein paar Bücher? Irgendwie glitzert hier überhaupt nichts. Dumm wäre natürlich, wenn ich die Bücher einfach nur so irgendwie finden müsste, ohne dass es glitzert. Das wäre ja fast unmöglich, würde ich fast sagen. Okay, einen kleinen Schwenker hier rein. Nö. Auch hier ist absolut gar nichts. Dann gucken wir mal hier. Vielleicht sind die ja da oben beim Eingang quasi, wo wir das erste Mal waren. Oh Gott, hier muss ich das mal finden. Und das Blöde ist, bei mir ist es jetzt 15 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr so ungefähr scheint die Sonne bei mir auf den Monitor. Den ganzen Tag ist keine Sonne, aber immer genau dann, wenn ich irgendwie aufnehmen will oder irgendwas am PC machen möchte, dann scheint natürlich die Sonne. Wie soll es auch sonst anders sein? Und da es in der Bibliothek relativ dunkel ist in manchen Ecken, ist es ein bisschen schwierig, ab und zu was zu sehen auf meinem Monitor. Aber hallo! Aber okay, so ist es halt. Ich sehe überhaupt nichts. Ist das normal? Nicht, dass ich hier irgendwie irgendwas verpasse. Ich gehe mal direkt nach oben. Da war ja echt null. So viele haben geholfen. Ja, wo soll das alles sein? Gute Frage. Da. Oh, das erste Mal, dass etwas glitzert. Juhu. Nee, das sind noch mehr. Okay. Aber immerhin wissen wir, doch, es gibt tatsächlich Bücher. So, auf der anderen Seite sehe ich auch noch was. Aber dann gehe ich direkt mal hier runter und gucke hier auch noch mal. Wenn ich schon mal hier bin, weil der Weg führt mich so oder so da lang. Nix. Nix. Oh, da an der Ecke. Ja, da an der Ecke ist noch eins. Sehr schön. Das nehme ich natürlich auch. Ah, vier Stück. Jetzt steht es auch da. Eben stand es die ganze Zeit nicht. So, dann hätten wir hier eins. Da oben ist noch eins. Fehlt nur noch das letzte dann. Ah, warte mal. War das und noch eins? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich nehme aber erstmal das hier. Okay, ein einziges. Ach ja, stimmt, hier ist dieses komische Monster oder was auch immer drin. Wie gesagt, ich dachte, ich habe es woanders glitzern gesehen, aber das täuscht mich wohl. Ja, das täuscht mich. Oh nein, eins fehlt noch. Das ist natürlich doof. Wo könnte das denn sein? Vielleicht habe ich unten doch noch was übersehen. Okay, ich laufe mal hier ganz schnell durch und suche das letzte Büchlein.
Und tatsächlich, das letzte Buch ist noch hier auf dem Tisch. So. Erfordert einen ganz kurzen Moment Konzentration irgendwie. Okay, Anforderung erfüllt. Sehr schön. Und dann gehen wir direkt wieder in die große Halle. Ich liebe diese Geheimgänge. Es ist so toll, dass es die jetzt gibt. Ist es der richtige hier? Wo möchtest du hin? Ich möchte in den großen Saal. So, das hätten wir. Deine Hilfe ist von unschätzbarem Wert. Ich danke dir. So, jetzt geht es tatsächlich weiter hier mit Fripp danach. Und Evergrey ist auch wieder hier oben. Begegnung zweier Wesen längst vergangener Zeiten. Seit unserer letzten Unternehmung ist etwas Zeit vergangen. Ihr habt tapfer daran gearbeitet, mehr über den Chaos-Vortex, der uns bedroht, zu erfahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Teufelsschlucht betreten und uns mit Sai verbünden. Wir treffen uns im Portalraum. Okay, auf zum Portalraum. Da laufe ich hin. Ist ja nicht weit. Einmal hier nur runter. Mädels, kommt ihr auch mit? Irgendwie nicht. jetzt bin ich gespannt. Ich mag Sai nämlich irgendwie total gerne. Ich finde die irgendwie super cool. Ich weiß auch nicht. Gleich so vom ersten Moment, wo ich Safe gesehen habe, dachte ich, wow. Das mit der Hexe ist schon echt krass und cool. Okay, hier ist der Portalraum. Und nun? Ach so, welcher Portalraum denn, ist natürlich die Frage. Aber ich dachte, hier, und was ist das hier? Ich weiß es gerade nicht. Wie viele Portalräume gibt es denn? Achso, dass wir die Teufelsschlucht betreten und uns mit Saif verbünden. Wir treffen uns im Portalraum. Also ne... Hä? Jetzt checke ich gerade nicht, welchen Portalraum er meint. Das Teil ist hier wieder mitten auf dem Weg. Welcher Portalraum? Das war doch eigentlich eben der hier und da war keiner. Und schon in der Teufelsschlucht ein Portalraum? Gibt es da einen Portalraum? Ich habe gerade absolut keine Ahnung. Ja, da ist er ja. Okay. Er meint tatsächlich den Portalraum hier. Ja, genau. Wir haben noch nicht mit Saif gesprochen. Ja, wo ist denn Saif? Saif ist verschollen, so ein bisschen. Oder laufe ich jetzt direkt zu Saif hin? Ist sie jetzt da? Oh, Eppeli, was machst du da? Warum läufst du einfach irgendwo runter? Okay, Saif könnte vielleicht hier stehen. Das hier ist natürlich auch der Portalraum. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten uns in die Tiefen des Abgrunds begeben und uns umsehen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ab in die Tiefen. Ja, natürlich hätte ich wissen sollen, dass das hier der Portalraum ist. Ich meine, was verbindet man sonst mit dem Wort Portalraum? Ich wüsste nichts anderes. Okay, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wo lang. Ob ich jetzt einmal hier so rumkomme. Denn die Schlucht ist mir immer so ein klein bisschen ungeheuer und ich weiß immer nicht genau, wie der Weg ist. Okay, ja, hier ist nämlich wieder diese blöde Sackgasse. Jedes Mal laufe ich in diese Sackgasse rein. Okay, dann laufen wir halt nochmal zurück. Ja, eindeutig stimmt hier was nicht. Ich habe es mir schon so gedacht.
Aber ich muss dir einfach irgendwie... Ah, huh, da läuft jemand. Da. Was ist da los? Schnell, wir müssen ihr helfen. Nutze die Feuer, um die Macht in die Maske zu ziehen. Okay, welche Feuer, verdammt nochmal. Nutze die Feuer. Hab keine Feuer. Habe ich irgendwo Feuer im Inventar? Mein Inventar ist mega voll. Welche Feuer denn? Warte, sind das da Feuer? Feuer sind es eigentlich nicht, aber ich benutze es mal. Okay, das scheinen die Feuer zu sein. Das sind, ich weiß nicht, so kleine, irgendwelche komischen Feuersteinchen. Nochmal! Schneller, wir schaffen das! Ich hätte es schneller verstanden, wenn sie gesagt hätte, nutze die leuchtenden Steine! Ich danke dir, Mandy, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Und ich danke dir, seltsames Wesen. Ich bin Saif. Oh, Foto von Saif. Zack. Seid gegrüßt, Saif. Mein Name ist Trip. Wir sind uns schon einmal begegnet, nicht wahr? Vor langer, langer Zeit. Die Menschen waren damals ganz anders. Aber Jovik hat sich nicht verändert. Ja, Jovik besteht unaufhörlich weiter, während sich die Magie um uns herum verändert und die Facetten eines Edelsteins, die Bewahrer-IDs, kämpfen unablässig, um Jovik von Garnocks Klauen zu schützen. Aber das ist für dich nicht von Belang. Mein einziges Interesse liegt darin, das Gleichgewicht unserer fragilen Welt zu bewahren. Nur dein Interesse? Wo sind die anderen Waller? Du bist sicher nicht allein, wenn ich von den Wandgemälden ausgehe. Unter uns Waller gibt es kein Schwarmdenken. Meine Schwestern können gehen, wohin sie wollen und tun, was sie möchten. Nun gut, kommen wir zum Thema, das mich hergebracht hat. Ich möchte mit dir über den Chaos-Vortex sprechen. Die genaue Analyse der Druiden zeigt, dass er immer gefährlicher wird und seine Umgebung in unvorstellbarer Weise beeinflusst. Der Chaos-Vortex ist eine mächtige Erscheinung, aber es ist mir immer gelungen, ihn zu kontrollieren. Irgendwas Seltsames geht vor sich, irgendetwas stört das fragile Gleichgewicht zwischen den Welten. Ich kann ihn nicht allein länger zurückhalten. Mandy, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest, den Vortex zu kontrollieren. Ich bin mir sicher, dass Mandy und die Soul Rider als Beschützer Jorviks sich geehrt fühlen würden, dir zu helfen, wo sie können. Ich habe erfahren, dass ich was ich wissen musste. Wir können aufbrechen. Okay. Eine Sache noch. Sag mir, Saif, was erwünschst du dir von all dem? Ah, ein uraltes, weises Wesen wie du weiß sicher, dass es zu nichts führt, eine Hexe direkt nach ihren Absichten zu fragen. Reite nach Fort Maria und betritt die Bibliothek. Okay, let's go. Und da sind wir wieder im Portalraum angekommen. Im richtigen Portalraum, wie ich sagen würde. Okay, mal gucken, was sie zu sagen haben. Von Saif haben wir jetzt irgendwie nicht so wirklich viel rausbekommen, finde ich. Außer, dass sie auch was daran gelegen ist, das Ganze in Gleichgewicht zu halten und etwas jetzt gerade nicht stimmt. Ansonsten wollte sie nicht wirklich mehr sagen, denn sie ist ja eine Hexe. Ich sage dir Bescheid, wenn ich noch eine gemeinsame Mission habe. Bis dahin unterstützt doch bitte weiter Evergrey und Avalon bei ihren Nachforschungen. Oh, und Saif solltest du auch helfen. Oh, okay. Das heißt, wir können vielleicht täglich weiter noch ein bisschen was machen. Das wäre natürlich irgendwie ganz cool. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.